In der Tat. Ich weiß gern, welche Alternativen ich habe. Aber das klären wir ein andermal. Jetzt haben wir erstmal alle Hände voll zu tun, richtig? Das haben wir eigentlich... Warum bist du dagegen, du Arsch? Frage? Also schön. Aber ich werde euch währenddessen stetig anschmachten. Lasst uns einfach weitergehen. Er müsste ja immer noch eigentlich Interesse bekunden an mir. Ja, 29. Ich muss ihn noch ein bisschen hochkriegen, deshalb muss ich mit ihm reden. Also schön. Ja, ja. Aber ich werde euch währenddessen stetig anschmachten. Das ist toll. Erzählt mir von euren Abenteuern. Schon wieder? Nun also, was könnte euch wohl interessieren? Soll ich beschreiben, wie eine Milzbrandvergiftung abläuft? Ich habe mal bei einem Mann alle 7 Phasen beobachtet. Das klingt nach Spaß. Euer Geschmack ist ein wenig abseitig. Das schätze ich sehr. Mal sehen. Wie wär's mit der größten Schlacht, an der ich je teilgenommen habe? Das war beim Tod von Prinz Azrin. Habt ihr hier unten schon mal davon gehört? Ihr habt einen Prinzen. Einen Prinzen. Habt ihr einen Prinzen getötet? Ich? Nicht persönlich, aber ich war bei dem Angriff mit dabei. Prinz Azrin stand in der Thronfolge an 4. Stelle. Er hatte auf Platz 11 begonnen und sich dann ganz altmodisch nach vorne durchgearbeitet, nachdem er von seinem Großvater das Kommando über eine Gruppe von Krähen geerbt hatte. Er mordete sich also durch die königliche Familie, bis der König 3 Gruppen den Auftrag erteilte, Prinz Azrin endgültig aus der Liste zu nehmen. Ich gehörte zu einer dieser Gruppen. Warum wurde er nicht dafür angegriffen? Es war so eine ziemlich große Aktion. Die Königswürde war in Antiva schon immer mit den Krähen verbunden. Schließlich soll ja kein Bürgerlicher auf den Thron kommen. Deshalb werden sie relativ häufig aus politischen Gründen tätig. Diese spezielle Auseinandersetzung soll das ganze Land an den Rand des Ruins gebracht haben. Fast wäre eine Krähe auf dem Thron gelandet, ein Bürgerlicher. Aber das ist eine andere Geschichte. Mein Anteil daran war nur sehr gering. Was habt ihr getan? Meine Aufgabe bestand darin, zu Prinzessin Ferenna vorzudringen, die mit ihrem Bruder gemeinsame Sache machte. Ich hatte etwa 11 ihrer Wachen getötet, als ich aus dem Fenster geworfen wurde. Ich landete im Fluss und wäre beinahe ertrunken. Ein paar Straßenkinder haben mich rausgefischt und ausgeraubt. Einschließlich meiner Stiefel. Wenigstens haben sie mich nicht getötet. Und das war meine Rolle in der Geschichte. Ihr wurdet ausgeraubt? Von Straßenkindern? Ich musste verletzt und nackt zu unserem Unterschlupf zurück. Ich war heilfroh, noch am Leben zu sein. Das war's. Ende der Geschichte. Gehen wir weiter, bevor ich noch weitere Peinlichkeiten preisgebe. Doch, was dagegen habe ich nicht. Gut, dann bleibt Orgrin. Ihr wollt euch also mit dem alten Orgrin unterhalten? Aber warum nur? Ich würde gern mehr über euch erfahren. Worüber genau? Vermisst ihr Orsama? Was? Ob ich Orsama vermisse? Ihr seid nicht nur hässlich, sondern auch verrückt. Ich wurde dort wie eine Schmeißfliege behandelt. Ich werde niemals zurückkehren. Seid ihr sicher, dass er es verkraftet, was mit Branka geschehen ist? Oh, natürlich. Ich komme klar. Ich meine, sie war ein echter Wirbelwind zwischen den Laken. Wenn auch ein bisschen weich im Kopf, versteht ihr? Das erklärt immerhin, warum sie gegangen ist. Ihr geht gut damit um. Womit gehe ich gut um? Branka? Dieser Schatz ist seit langem begraben. Die Ahnen sollen mich holen. Ihr Leute hier heult wirklich wegen allem rum. Ja, Orgrin ist ja gut. Gut, Wynn steht bis an ihr Lebensende hier rum und jetzt wird's Zeit für die epische Quest. Das epische Gespräch mit Liliana. Seit ich Lothering verlassen habe, ist schon einige Zeit vergangen. Als ich aus dem Kloster trat, wusste ich nicht, wohin mein Weg mich führen würde. Ich ging, wohin der Erbauer mich lenkte. Und er hat meinen Glauben belohnt. Ich habe euch gefunden. Auch ich bin froh, dass euer Weg euch hierher geführt hat. Geht es um euch und um mich? Der Erbauer hat nichts damit zu tun. Soll das heißen, ich bin ein Geschenk des Erbauers? Der Erbauer ist also eine Art göttlicher Kuppler? Ja, ich bin doch auch glücklich. Ihr wisst gar nicht, was es mir bedeutet, wenn ihr das sagt. Aber es ist schon spät. Ich werde früh zu Bett gehen.
Meine Schlafstelle ist so weich und warm. Soll ich euch Gesellschaft leisten? Augenzwinkern? Ihr könnt euch mir gern anschließen. Der Erbauer sagt, wir sollen alles teilen. Also, wenn etwas geteilt wird, sage ich nein. Seid ihr sicher, dass ihr es wollt? Andererseits schickt sich das womöglich nicht. Erste Option. Gut, und nun kommt mit mir, bevor ich die Geduld verliere. Ich halte den Mund. Hallo. Ja, Orgrin. Branka ist kein wildes Tier unter den Laken. Leyana, egal. Ihr wirkt so selbstzufrieden. Was ist los? Guten Morgen. Habt ihr gut geschlafen? Schon wach? Habt ihr nicht gut geschlafen? Hallo, was? Guten Morgen. Ich bin schon eine Weile wach, aber ja, ich habe sehr gut geschlafen. Ich habe euch beim Schlafen beobachtet. Wusstet ihr, dass eure Wimpern flattern, wenn ihr schlaft? Ihr habt sehr schöne Wimpern. Nicht nur meine Wimpern sind schön. Meine Wimpern? Ihr habt mich beim Schlafen beobachtet? Wie unheimlich. Ja, nicht nur meine Wimpern sind schön. Habe ich auch gehört. Ich bin sehr glücklich. Glückselig sogar. So gut habe ich seit meiner Flucht aus Orlais nicht mehr geschlafen. Zu wissen, dass ihr das Erste seid, was ich beim Aufwachen sehe, stimmt mich ungemein zufrieden. Ich fühle mich sicher in euren Armen. Sicher, geliebt und akzeptiert. Dort gehöre ich hin. Danke. Gern geschehen. Ich sollte vielmehr euch danken. Es fühlt sich richtig an und natürlich. Ja, gern geschehen. Ich sollte jetzt wohl aufstehen. Wir haben einen langen Tag vor uns. Wozu die Eile? Los! Die dunkle Brut wartet mit angehaltenem Atem darauf, dass ihr sie von ihrem Leid erlöst. Ach ja, richtig, die verdammte dunkle Brut. Und die wunderschöne Frau in meinem Bett übersehen? Wohl kaum. Die Verdammnis ist ein paar Minuten auch noch da. Zweite Option, du Schmeichler, du. Was habt ihr? Oh, verstehe. Dann muss die dunkle Brut wohl noch ein Weilchen warten. Ja, auch das wäre abgeschlossen. Okay. Wir haben es geschafft. Wir sind fertig im Lager. Sehr schön. Wir stellen unser Team zusammen. Oh ja, yeah, lass das auschecken hier. Ja. Ja. Saffron oder Shale? Ich nehme Saffron mit. Ja. Und wir begeben uns nach Schloss Redcliff. Um mit Eamon zu sprechen und ihm zu sagen, hey Dude, wir können los. Lanting kann anfangen und wir werden angegriffen. Schön. Das freut mich. Nicht. Warum müssen wir immer angegriffen werden? Das ist so nutzlos. Es ist also Zeit für mehr dunkle Brut. Ich verstehe. Ein guter Schlag! Lass sie uns in der Ruhe! Nimm das! Thank you.
Awesome. Damit haben wir auch den Zwergen mal geholfen. Also Zwergensoldat. Orsama hat euren Ruf vernommen. Wir marschieren für euch, Wächter. Das ist gut so. Und Zephron hat ein Level Up. Auch er hat fast keine Konstitution. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum er ständig drauf geht. Ich hab's wirklich vergessen von Anfang an. Ich weiß auch nicht warum. So. Und raus geht's. Ich bin erfreut. Raus geht's. Weiter nach Schloss Radcliffe. Schloss Radcliffe. Ja, das ist der Ort, wo wir hin müssen, um zum Lanting zu reisen. Wird geladen. Wird geladen. Wird geladen. Please wait, no loading. Please wait, no loading. So, angekommen. Die Truppe ist da. Das heißt, wir stehen kurz vor dem letzten Teil dieses Spiels. Dem Lanting und seinen Vorbereitungen. Lang, genau so wird es geschehen. Langwierige Vorbereitungen. So viel kann ich euch versprechen. Die sind nicht so toll. Das ist jetzt nicht so, dass das so schön wäre. Es wird geladen. Die Ladezeit hat sich wieder ein bisschen verlängert. Ich spiele jetzt auch schon eine ganze Weile. Oh ja, wir sind da. Weiter geht's. Auf zu Al-Imen! Sagen wir ihm Bescheid, dass wir bereit sind. Sehe ich es richtig, dass ihr sämtliche möglichen Verbündeten gewinnen konntet? Das ist gut. Wenn ihr bereit seid, können wir nun das Landting einberufen. Ich möchte Logan eigentlich keine Zeit zum Nachdenken geben. Aber das liegt an euch. Ich werde nicht ohne euch nach Denerim gehen. Wir gehen sofort nach Denerim. Ausgezeichnet. Ich bereite alles vor. Wir fahren nach Denerim. Möge der Erbauer über uns wachen. Möge er das tun. Ja, ja, ja. Gut. Wie eben schon gesagt, wir bewegen uns jetzt auf den letzten Teil dieses Spiels zu. Das Lanting und die anschließende Schlacht gegen die Dunkle Brut. Kurz mal, weil ich gerade ein bisschen Zeit habe, nach diesem Projekt startet erst einmal die Erweiterung Chroniken der Dunklen Brut. Und zum Zweiten startet danach die Erweiterung Awakening. So viel ist geplant. Denerim ist das Herz und die Seele von Ferelden, die Heimatstadt von König Kaelenhad und der Geburtsort von Andraste. Eigensinnig wie ein Mabari und ein ebenso treuer Verbündeter. Wenn wir Logan hier besiegen, wird der Rest der Nation sich uns anschließen. Meine Einberufung des Landings war der erste Schlag. Im Moment sind wir im Vorteil. Er hat keine Wahl. Er wird sich zeigen und uns gegenübertreten. Er wird einen Gegenschlag ausführen. Die Frage ist nur, wie schnell? Logan, es ist eine Ehre, dass der Regent die Zeit findet, mich persönlich zu begrüßen. Wie könnte ich einen Mann nicht willkommen heißen, der so wichtig ist, dass er trotz der Bedrohung durch die Verderbnis alle adeligen Fereldens von ihren Anwesen wegholt? Wegen der Verderbnis bin ich hier.